Ab dem 1. Juli übernimmt Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, die Ratspräsidentschaft der EU. Was ist das eigentlich? Die Ratspräsidentschaft ist sozusagen der Vorsitz des Rates, also die Vertretung der Mitgliedstaaten, die zusammenkommt. Immer jedes halbe Jahr übernimmt ein Land der 27 Mitgliedsländer den Vorsitz. Und dann ist es die Aufgabe, tatsächlich die Sitzungen im Rat zu leiten. Dort werden dann in unterschiedlichen Konstellationen, ob es zum Beispiel die Umweltminister sind oder die Verkehrsminister, kommen die entsprechenden Vertreter der Mitgliedstaaten zusammen und beraten über Gesetze, die sie gemeinsam voranbringen. Da ist diese Rolle der Ratspräsidentschaft tatsächlich wichtig, weil sie vermittelt, weil sie moderiert, weil sie die Sitzung leitet. Und gleichzeitig vertritt die jeweilige Ratspräsidentschaft den Rat gegenüber dem Europäischen Parlament in den Verhandlungen über Gesetze. Das heißt, ihr seht, Deutschland wird moderieren, wird verhandeln, wird tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Europäischen Union einnehmen für ein halbes Jahr. Und die Erwartungen an Deutschland sind riesig, weil natürlich die Bundesrepublik Deutschland, ein langjähriges Mitglied der EU, das größte Mitgliedsland, eine starke Rolle auch einnimmt, besonders in dieser Ratspräsidentschaft. Und deswegen, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wird dort viel Aufmerksamkeit auf Deutschland liegen. Es wird die Aufgabe sein, Europa jetzt stark durch diese Krise zu führen, aber gleichzeitig auch Akzente zu setzen. Wir als FDP erhoffen uns vor allem von Deutschland, dass auch ein Akzent gesetzt wird bei der Rechtsstaatlichkeit, dass wir eine klare Kondition bekommen, dass wir eine Grundwerteinitiative bekommen, damit wir stärker für die Rechtsstaatlichkeit innerhalb der EU kämpfen. Wir werden schauen, was in dieser Ratspräsidentschaft, in dieser deutschen Ratspräsidentschaft möglich wird, denn durch Corona haben wir natürlich eine besondere Situation. Es ist nicht ganz so leicht zusammenzukommen, über Videokonferenzen oder ähnliches über EU-Gesetze zu verhandeln. Deswegen steht die Ratspräsidentschaft tatsächlich unter auch ganz besonderen Zeichen. Es ist aber wichtig, dass Deutschland in der EU sich stark engagiert und diese Ratspräsidentschaft auch nutzt, um endlich bei einigen verfahrenen Themen, zum Beispiel auch bei der gemeinsamen Migrationspolitik, endlich Lösungen und Kompromisse zu finden. Hier kann Deutschland als großes Mitgliedsland tatsächlich eine wichtige Rolle spielen. Und deswegen sollten wir uns in Deutschland auch stärker mal wieder, insbesondere jetzt während dieser Ratspräsidentschaft, mit Europa beschäftigen.